Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu diesem Video. Wir machen heute zusammen Burritos und zwar mit dem Next Level Hack von Lidl. Und ich mache übelst gerne Burritos, eigentlich egal auch zu welcher Tageszeit, ob morgens, mittags, abends, Frühstück, Abendessen, total egal, weil es geht einfach immer schnell, schmeckt gut und man kann echt reinmachen, was man will. Ja, ihr Lieben, wenn du neu bist auf diesem Kanal, herzlich willkommen, mein Name ist Daniel. Lass gerne ein Abo da. Auf diesem Kanal geht es um Fitness, Nutrition, Mindset und was sonst so in meinem Leben passiert. Ich heiße dich herzlich willkommen, schreib mir gerne in die Kommentare, wenn du neu bist, damit ich dich auch herzlich begrüßen kann. Ja, wir legen mal direkt los mit den Burritos. Ja, bei dem heutigen Video hier gibt es eigentlich echt nicht viel zu sagen. Nur kurz mal die Paprika frisch abwaschen. Es gibt eigentlich echt nicht viel zu sagen. Es ist sehr, sehr unkompliziert, weil im Prinzip haut man alles nur in die Pfanne, was man so gerne mag. Und am Ende hat man eine Füllung für die Burritos. Ja, eigentlich würde ich mega gerne noch sowas wie Kidneybohnen mit reinhauen. Aber gestern war ich einkaufen bei Lidl, um halt das Next Level Hack zu besorgen. Es gab einfach keine Kidneybohnen mehr. Auch keine Kichererbsen, es gab einfach überhaupt nichts mehr. Keine Ahnung, was da los war. Auf jeden Fall gab es irgendwie nicht alles, was ich wollte. Und deswegen gehe ich auch eigentlich übelst ungern zu Lidl, Aldi und Co. einkaufen, weil ich immer das Gefühl habe, ich kriege da nicht alles, was ich will. Oder irgendwas fällt mir dann noch ein, was ich gerne hätte. Und dann bekomme ich das Ganze irgendwie nicht. Aber naja. Übrigens, das sind nicht die einzigen Zutaten. Wir hauen gleich noch so ein bisschen Hummus mit rein. Außerdem braucht ihr natürlich Tortilla Wraps. Ihr könnt halt kleine und große nehmen. Ich habe jetzt einen Curry Hummus noch hier übrig und ich feiere die übertrieben. Gibt es auch normales und auch pikantes. Und das Ganze ist auch gar nicht teuer. Also die sind echt günstig. Und dafür, dass die so günstig sind, sind die echt mega, mega nice. Ja, Zwiebeln wollte ich eigentlich auch noch da reinmachen, aber die gab es leider auch nicht mehr. Deswegen müssen wir heute echt ein bisschen improvisieren. So sieht das Ganze aus. Eigentlich ziemlich original wie echtes Hack. Bin sehr, sehr gespannt zu den Werten. 14 Gramm Fett, das ist natürlich schon viel im Gegensatz zu Rindertartar zum Beispiel. 17,9 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm. Das ist mit der Portion bis schon über 30 Gramm Fett, was natürlich nicht so nice ist. Aber ich bin gerade erst am Anfang der Diät, deswegen ist das alles nicht so wild. Und ich tue mich ehrlich gesagt auch echt schwer, auf meine 3750 Kalorien zu kommen. Ja, im Prinzip ist das Ganze jetzt ziemlich easy. Das hasse ich ja auch bei normalem Hack, ne? Dass immer diese komische Folie drauf ist. Es riecht ein bisschen eigenartig, muss ich sagen. Das Einzige, was wir jetzt damit natürlich noch machen, ist das Ganze würzen. Ja, während das Ganze jetzt so richtig schön durchbrennt, du verlierst völlig den Fokus, durchbrät, besprechen wir die Fragen, die ich auf Instagram gestellt habe. Ich wollte eigentlich ein Q&A machen und es kam einfach mal wieder nur Scheiße. Erste Frage von Robin Sefkan. Sie ist gut. Ja, lieber Robin, keine Ahnung, was sie ist gut, was du damit sagen willst. Ja, Steve-Rack fragt, kaufst du dir wirklich einen Sport-BH? Ich war ja joggen und hab geschrieben, ich brauche einen Sport-BH, weil ich hatte so Muskelkater. Ich war gerade joggen und ich habe so heftigen Muskelkater in der Brust, dass jeder Schlag auf dem Boden wehtat. Ich brauche einen Sport-BH. Das, wenn die Brüste so gebounced haben beim Joggen, tat es echt weh. Nächste Frage war, fand ich sehr, sehr inspirierend. Kommt ein Junge zur Haustür seiner Freundin, macht der Vater die Tür auf und der Junge sagt, mein Name ist Umberto. Ich bin hier, um ihre Tochter zu... Der Vater fragt, um was? Daraufhin der Junge, Umberto. Alex, Alter, ich habe gar keine Ahnung, worum es geht. Vielleicht ist das ein Video, was ich nicht gesehen habe. Schickt mir dieses Video gerne mal hier unten in die Kommentare, dann gucke ich mir das an, damit ich den Joke auch verstehe. Dann Starpuppe fragt, Löwenzahnwurzeltee, schon gehört? Ich habe die Antwort. Tatsächlich gar keine Ahnung von Löwenzahnwurzeltee, aber
Löwenzahn hat ja voll viele positive Aspekte. Ne? Es ist so ähnlich wie Brennnessel, glaube ich. Und ja, kannst du gern mir mal ein paar Infos schicken, was es damit so auf sich hat. Dann von einem neuen Abonnenten, der liebe Felix, hat gefragt, wer hat dich am meisten inspiriert und hattest du ein Vorbild? Das ist eine der wenigen guten Fragen in der Q&A-Runde, die auf Instagram gefragt worden sind. Und ich hatte mehrere Vorbilder und inspiriert haben mich mega, mega viele Menschen. Mein erstes großes Vorbild war Nabil, das war ein Tänzer aus Frankreich, den habe ich in einem Projekt kennengelernt und er hat mich einfach mit seiner Art mega motiviert und es waren so viele Sätze, die er gesagt hat, die einfach richtig hängen geblieben sind bei mir und ich wollte immer von der Art so unterrichten wie er damals. Er hat zum Beispiel auch gesagt, wenn etwas schwer wird, aufs Breaken bezogen, musst du die Technik verändern. Und später habe ich gemerkt, krass, es ist eigentlich genauso im ganzen Leben. Und immer wenn etwas schwer wird, kann man die Technik verändern oder die Umstände oder was auch immer. Und die Dinge werden dann einfacher. Also er hat mich auf jeden Fall mega motiviert, mega inspiriert, war einer meiner ersten großen Vorbilder. Und sonst viele, viele andere Leute kann man, glaube ich, gar nicht aufzählen, wer mich da alles inspiriert hat. Aber wenn euch das interessiert, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, weil das ist ein einzelnes Video wert. Ja, währenddessen geht es hier schon weiter. Es wird jetzt so langsam ein bisschen angebraten. Knoblauch und Lauchgeschichte dazu. Kleiner Tipp auf jeden Fall, wenn ihr wollt, dass die Paprikas nicht sofort irgendwie weich werden, tut die halt erst einfach später rein. Übrigens als Soßen werden wir gleich so ein Spicy Barbecue benutzen, weil alles was scharf ist, seht ihr, hat mega wenig Fette und deswegen super. Und Mayo Alternative Miracle Whip Balance hat auch richtig wenig Fett. Da muss man auch nicht so mega viel drin verwenden, da macht man einfach nur so einen Streifen hin und dann ist das schon nice. Das ist jetzt auch schon fertig. Wir packen mal ein bisschen jetzt rein. Und dann gibt es natürlich gleich noch den Geschmackstest. So, ihr Lieben. Ich muss schon sagen, es ist viel besser als diese anderen Granulat-Dinger, die man so kennt. Ist auf jeden Fall nice. Ich hätte jetzt noch so ein paar Jalapenos mit reingehauen. Dann wäre es richtig bombastisch gewesen. Ich hatte so eine Habanero Tabasco, die war auch geil. Ja Leute, probiert es selber mal aus. Mein Feedback ist auf jeden Fall nice. Nachteil ist halt, dass da Soja drin ist. Aber naja. Wenn ihr es bis zum Ende geschafft habt, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich über jeden. Und wir sehen uns im nächsten Video. Abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.